grieve for their dead. Such raw sorrow. Can't partake. Mine would flood oceans. It would drown me. If I let it out. It's 1960. 1960? Yes. Yes. You've stayed with us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. Everywhere. What about the U.S.? USA, they, what's the word? Poddacie. Surrender. They surrendered? Because of you. Boo! Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Oh, no, no, no. More resistance. Everyone is captured. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? I am a trained and experienced field coordinator working on behalf. Understand, you damned lunatic, that I am superior to people like you. Warum hörst du nicht, du? I have been known to be just and fair when dealing with people like you. Do you realize who I am? It would serve you well if you stop what you are doing. Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! Let me tell you how this is gonna work. I'm gonna ask you one question. You are gonna answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance, you hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere. Looking for you, looking for you. Looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! No, gotowy, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. We ask for your mercy, Lord, as we make the journey across dark waters.
around us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage. Mit hungry wolves. Alarm! Take my hand. The road is not safe. You kill the Nazis. Here, I stay with Carl. If somebody. We wait for you here. Kill everyone. You Nazis messing with my friends. We haul precious cargo. We have a train to catch. Oh,
good going. For a spin. Okay, back to work.
just another Nazi chair. One for coffee and another. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut. Lasst uns anfangen. Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie will. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht? Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Christmas.
Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel.